Ja, Chat. Schalke hat Leo Greimel verpflichtet. Das ging ja mal schnell. Also, gestern noch drüber berichtet gehabt auf Königsblau TV. Ich habe selber die Wahrscheinlichkeit eines Transfers gestern auf 50% eingeschätzt. Und ja. Gut, klar, der Artikel von Sport1 war ja relativ eindeutig. Da stand ja genau drin, dass Schalke wirklich an ihm dran sei und dass man womöglich in dieser Woche schon eine Verkündung macht. Aber damit habe ich nicht gerechnet. Also, das ging ja mal wirklich schnell. Greibel, wir haben ja gestern schon im Stream uns den gemeinsam angeschaut, seine Spielszenen mal angeschaut. Ich finde, du siehst wirklich, dass das ein richtiger Qualitätsspieler ist, ne? Ich habe jetzt einige Leute wirklich auch aus Österreich gehabt, einige Österreicher, die mir geschrieben haben, da bekommt ihr einen richtig, richtig guten Kicker. Was meint ihr? Schreibt mal eure Meinung in den Chat. Was meint ihr zu dem Spieler? Guck mal, einen 20-Jährigen, der ablösefrei zu kriegen ist, hat jetzt aktuell einen Marktwert von 2,5 Millionen, der wirklich gehypt ist in der österreichischen Liga, den wir wahrscheinlich auch deswegen jetzt auch nur bekommen, weil der in dieser Saison sich einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Ja, der fehlt jetzt schon seit Oktober, kann seitdem nicht mehr kicken und ja, wird jetzt so langsam erst wieder rangeführt an die Mannschaft. Ich glaube, wenn das nicht passiert wäre, ich glaube, der Marktwert wäre noch deutlich höher von dem Kollegen. Und dann ist natürlich die Frage, dann geht ja auch, ich sag mal, die Erwartungshaltung von so einem Spieler an seinen nächsten Verein geht dann natürlich auch nochmal hoch, ne? Wobei, ich meine, klar, jetzt wechselt er natürlich zu Schalke 04, was Besseres gibt es nicht. Kevin meint, geiler Transfer, das bedeutet, Malik wird gehen. Okay, Malik Chau soll gehen. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Also ich habe immer gesagt vor der Saison, wenn wir aufsteigen sollten, dann wird Malik Chau auch bleiben. Und da bleibe ich jetzt auch bei. Ich glaube, klar, Malik Chau ist wirklich ehrgeizig, der hat wirklich Bock, auch bei einem größeren Verein zu spielen. Allerdings, ich finde, er würde sich wirklich einen Gefallen damit tun, auf Schalke zu bleiben. Überlegt mal, wenn wir aufsteigen jetzt, also wenn wir in der ersten Liga sind, ne? Darüber sprechen wir jetzt. Wenn wir in der zweiten Liga bleiben, dann ist Ciao weg. Da lege ich mich fest. Ich glaube, da brauchen wir uns nichts vormachen, dann ist Ciao, dann macht der Ciao. Ne? Dann Ciao mit V, bis bald, auf Wiedersehen. Aber wenn wir in die erste Liga gehen, hat der richtig das Potenzial, ich sag mal, ein Leader in der Mannschaft zu werden und noch auf ein ganz anderes Level nochmal wieder zu wechseln. Ich sag mal, seine ersten Schritte hat er ja wirklich gehabt jetzt in der Bundesliga. Dann runtergegangen in die zweite Liga. Da konnte er jetzt erstmal richtig Fuß fassen, hat sich jetzt etabliert. Ich fand auch im Laufe der Saison hat er einen echten Sprung gemacht. Zu Anfang fand ich Chau jetzt noch gar nicht so stark in der Zweitligasaison. Der hat jetzt wirklich eine ganz andere Präsenz, ein ganz anderes Spielverständnis, vor allen Dingen eine ganz andere Ruhe als noch zu Anfang der Saison. Und wie gesagt, die sportliche Entwicklung, die wird er automatisch machen, wenn wir jetzt in die erste Liga reingehen. Ja, das wird ihn nochmal herausfordern. Da wird er nochmal richtig gefordert werden. Also ich finde, es gibt gar keinen Grund für ihn zu wechseln, wenn wir aufsteigen sollten. Sehe ich jetzt nicht so. Chau und Kreimel, geiles Duo. Sehe ich auch so. Ja. Ich würde ihn auch noch nicht so groß hypen, aber vielversprechend ist er und ich finde es gut, dass er für beide Ligen dabei ist. Stimmt. Stimmt. Muss man auch mal festhalten. Der Kreimel hat sich gerade einfach mal festgelegt. Er hat gesagt, ey, hör mal zu. Scheißegal in welcher Liga, ich bin mit dabei. Ich habe Bock auf Schalke zu spielen. Guter Junge, guter Junge.
auch sehr, sehr sympathisch, ja. Wir haben uns ja heute das Video nochmal reingezogen. Dieses Valentinstagsvideo. Also mein Eindruck war jetzt bescheiden, zurückhaltend, aber dennoch ein gutes Selbstbewusstsein auf jeden Fall. Ja, der hat ja offener über Themen gesprochen. Das war schon wirklich, ja, das war gut. Das war gut. Braucht man nicht allzu viel reininterpretieren, ist mir auch ganz klar. Aber das, also ich finde, es gibt Spieler, die sich deutlich schlechter präsentieren als der. Wir werden es auf jeden Fall erleben, ob Leo Greimel eine große Verstärkung für uns ist. Meine Prediction ist ja. Ich freue mich mega über den Transfer. Ne?